Diese Maschine hier hebt in circa 2 Stunden in Richtung China ab. Aber ob sie das überhaupt darf, das entscheidet nicht etwa der Pilot, sondern diese beiden hier, Andreas und Julia vom Luftfahrtbundesamt. Sie kümmern sich darum, dass unsere Flieger sicher sind. Wir haben die beiden Helden des Alltags bei ihrer spannenden Arbeit begleitet. Es sind genau diese Szenen, die jedem Fluggast einen Schauer über den Rücken jagen. Immer wieder kommt es zu kritischen Situationen an Bord. Trotzdem, Fliegen gilt bei uns als sicher. Und dafür sorgen Julia Klein und Andreas Mandock, Flugzeugprüfer. Hidden Heroes. Sie checken Flieger auf Herz und Nieren und entscheiden für ganz Deutschland, ob ein Flugzeug überhaupt starten oder landen darf. Das erzeugt manchmal ein Delay, aber so ist das dann eben manchmal. Also die Sicherheit ist am wichtigsten. Helden unseres Alltags, die bisher kaum jemand kennt. Wir sind am Frankfurter Flughafen. Im Minutentakt kommen hier Maschinen aus der ganzen Welt an. Das ist der Einsatzort für Julia Klein und Andreas Mandock. Jeden Morgen entscheiden sie, welche Flieger sie ohne Ankündigung unter die Lupe nehmen. Also wir haben 2 Maschinen aus dem asiatischen Raum. Die machen wir deswegen, weil die relativ häufig nach Deutschland einfliegen. Da haben wir ein hohes Intervall und sind heute auch vor Ort. Und deswegen haben wir uns die ausgesucht. Wir sind schon bemüht, einen Flieger nicht zu verzögern. Im schlimmsten Fall können sie eine Maschine sogar ganz stoppen. Bei kleineren Mängeln, Kategorie 1 und 2, darf sie weiterfliegen. Wenn wir wirklich was Gravierendes finden oder auch was vielleicht nicht so gravierend, aber trotzdem gemacht werden muss, noch vorm Abflug, dann gehen die verspätet raus. Das wäre dann Kategorie 3. In diesem Fall muss die Airline so lange am Boden bleiben, bis der Fehler behoben ist und die Prüfer grünes Licht geben. 2 Stunden haben sie jetzt Zeit. Dann würde planmäßig der Flieger wieder nach Peking starten. Luxus. Meist haben sie nur eine knappe halbe Stunde. Der Flieger steht auf einer Außenposition und die Crew ist noch nicht da. Julia und Andreas legen trotzdem los. Turbinen, Außenhaut und Antennen sowie Fahrwerk, Stoßdämpfer, Bremsen und Reifen. Andi, kommst du mal bitte? Okay. Schau mal, ich habe hier einen Riss im Reifen. Kannst du mal gucken? Mal drauf. Ja. Ein Wechsel dauert. Manchmal sogar Tage, wenn der Reifen erst bestellt werden muss. Also das sieht jetzt aus wie so ein, Riss, ist aber nichts Schlimmes. Das kann man hier mit so einem Messinstrument ausmessen. Und ich sehe auch, dass da diese erste Schicht von dieser Metallbeschichtung nicht beschädigt ist. Also von daher, das wäre dann in Ordnung. Glück gehabt. Vor kurzem hat Julia ein Flugzeug 3 Stunden am Boden festgehalten. Einige Schrauben an der Verkleidung fehlten und mussten ersetzt werden. Ein teures Vergnügen, denn jede Stunde Verzögerung kostet die Airline schnell mehrere tausend Euro. Man muss genau hingucken, ja, dann macht man seine Arbeit auch gut. Und dann fallen einem Kleinigkeiten, die nicht sein dürfen, zum Beispiel hier an den Fanblades, die fallen einem auf. Wenn man dann für sich festgestellt hat, da ist alles in Ordnung, da sind keine Schäden dran, dann geht man zum nächsten Prüfpunkt weiter. Also das hat eine gewisse Verantwortung, ja, aber gut schlafen kann man dennoch. Ja. Das Cockpit ist dran. Mittlerweile ist die Crew da und will ihren Flug nach China vorbereiten. Doch das muss erst mal warten. Okay, come in. Ja, okay. Is it possible to... Können wir einen Sitz benutzen? Ihr könnt beide haben. Okay, thank you. Gentlemen, können wir mit den Ausweisen, dem Pilotenschein und dem medizinischen Tauglichkeitszeugnis starten? Auch die Crew selbst gehört zum Check dazu. Und oft sind es auch keine technischen Mängel, die das Flugzeug am Starten hindern, sondern ganz banale Dinge mit gravierenden Folgen. Zum Beispiel, wenn die An- und Abflugkarten oder Flugplatzkarten von Frankfurt fehlen. Dann wäre es halt schwer, für die Besatzung nachzuvollziehen, auf welchem Weg sie langrollen sollen, welche Abflugstrecke sie aus Frankfurt rausnehmen soll. Und wenn sie das halt nicht machen können, dann wird es schwierig, den vom Hof zu lassen. Die müssten sie sich also nachträglich dann noch besorgen. Ja. Das kostet Zeit. Besonders teuer wird es, wenn sich die Verspätung durch den ganzen Tag zieht, Slots oder Anschlussflüge verpasst werden.
Klar, das kostet Geld, vor allen Dingen auch die Standzeiten sind sehr teuer, aber die Airline muss damit leben. Also, aber meistens sind die auch wirklich einsichtig und führen das die arbeiten dann natürlich auch durch. Also. Hier ist aber alles in Ordnung. Die Passagiere können an Bord, der Flieger darf pünktlich starten. Die Prüfer fahren zum nächsten Einsatz. Julia und Andreas sind selbst Piloten. Durch diesen Job verlieren sie nicht den Kontakt zur Fliegerei. Das ist ihnen sehr wichtig. Als Kind habe ich schon immer im Cockpit gesessen, bei unseren Urlaubsflügen, meinen Eltern. Und ich wollte eigentlich schon immer Pilot werden. Das war mein großer Traum. Die Leidenschaft fürs Fliegen war schon immer da. Fliegen ist das Schönste, was man machen kann. Ich glaube, da steckt alles drin. Ja. Die Arbeit ist toll, ist vielfältig. Und ich habe halt dann wirklich beide Seiten irgendwo. Auch die Technik, die mich auch sehr interessiert. Also man hat halt wirklich eine vielfältige Arbeit hier. Und deswegen, also der Job macht mir wirklich sehr viel Spaß hier, muss ich sagen. Nur 19 Mitglieder hat die sogenannte Task Force, zu der Julia und Andreas gehören. Sie sind alle Piloten oder erfahrene Techniker, die ein spezielles Training absolviert haben. Ihr Hauptsitz, das Luftfahrtbundesamt in Braunschweig. Ihr Chef, Jörg Mendel. Ein Mitarbeiter mit einer reinen Verwaltungsausbildung kann nicht solche technischen Überprüfungen vornehmen am Luftfahrzeug. Insofern bin ich also angewiesen auf Mitarbeiter, die entsprechende Qualifikationen mitbringen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Tätigkeit, die verrichten. Das hat erheblich zur Verbesserung der Luftsicherheit beigetragen. Die Taskforce ist nur ein Bereich des Luftfahrtbundesamtes. Dazu kommt die Zulassung der Sprengstoffspürhunde. Außerdem beaufsichtigt das LBA die deutschen Luftfahrtunternehmen, die Kabinensicherheit und die Ausbildung der Piloten. Gleichzeitig ist es aber auch Anlaufstelle für Passagiere, deren Flug gestrichen wurde oder verspätet war. Gut zu wissen, sollte der Flug mal gecancelt werden. Ausländische Airlines, bei denen zu häufig Mängel auftreten, oder die Flugbehörde im jeweiligen Land nicht richtig durchgreift, setzt das Amt auf die sogenannte Blacklist. Die schwarze Liste ist eine Liste mit Fluggesellschaften, die nicht in die Europäische Union einfliegen dürfen. Da stehen ungefähr 125 Fluggesellschaften drauf, aus zum Teil exotischen Ländern. Und das wird entschieden in Brüssel in einem entsprechenden Ausschuss. Das basiert auf den Ergebnissen dieser sogenannten SAFA-Kontrollen, Safety Assessment of Foreign Aircraft. Solche SAFA-Kontrollen machen Julia und Andreas. Eingeführt wurden sie 1996, nach dem Absturz einer Boeing 757 der Birgen Air in der Dominikanischen Republik. Alle 189 Insassen starben, darunter viele Deutsche. Auch diese stichprobenartigen Kontrollen sollen dafür sorgen, dass die international verbindlichen Sicherheitsstandards von allen eingehalten werden. Dieser Flieger aus St. Petersburg soll in 40 Minuten wieder starten. Andreas kontrolliert das Cockpit und den Innenraum, während Julia ihn von außen unter die Lupe nimmt. Fehler können sie sich nicht erlauben. Also man muss wirklich ganz genau auch oft gucken. Beim Job ist es schon am wichtigsten, finde ich. Privat bin ich immer eher mehr entspannt, sagen wir so. Gut, privat geht es ja in der Regel nicht um Menschenleben, ja. Aber ich bei dem einen oder anderen schaue ich auch schon mal genauer hin. Auch bei der russischen Maschine alles in Ordnung. Als letztes haben sie heute noch eine Boeing aus dem arabischen Raum auf dem Radar, die in 90 Minuten starten will. Also wir haben jetzt Zeit, vernünftig und gemütlich den Check zu machen. Aber erst müssen wir natürlich die Passagiere rauslassen, das dauert ein bisschen. In der Fluggastkabine arbeitet Andreas dann die 14 Punkte der Checkliste ab. Darauf viele vermeintliche Kleinigkeiten. Wie zum Beispiel das Überprüfen des Haltbarkeitsdatums von Schwimmwesten. Wenn dieses Datum abgelaufen ist, darf zum Beispiel eine Weste nicht mehr verwendet werden. Das heißt, die Besitzer würden dann frei bleiben. Die würden wir sperren und dann müssten unter Umständen 1, 2, 3, 4, 5 Passagiere in dem Fall in Frankfurt verbleiben. In diesem Fall sind alle noch gültig, aber am Ausgang entdeckt Andreas dieses Problem.
ein Hebel klemmt. Wenn der Hebel jetzt also in dieser Position verbleibt, ist das eine Stolperfalle. Man muss sich vorstellen, die Passagiere und auch die Besatzung verlassen mehr oder weniger fluchtartig das Flugzeug und würden dann hier an diesem Hebel hängen bleiben. Ja, die stolpern, also wird die Evakuierung erschwert. Ja. Passagiere werden verletzt verbleiben unter Umständen an Bord des Fliegers. Und das kann nicht sein. Und da kommt jetzt gleich ein Techniker vorbei und bringt das wieder in Ordnung, dass der Hebel auch in der geschlossenen Position verbleibt. Ja. In der Zwischenzeit kontrolliert er weiter das Notfall- und Erste-Hilfe-Equipment, den Druck für die Rettungsrutschen und sogar, ob sich der Servicewagen lösen könnte. Außerdem Oxygen ist hier, der Sauerstoff ist hier, auch das Megafon. And works fine. Okay. Und es funktioniert. Wir müssen auch noch die Notfallausgangsbeleuchtung testen. Alle Lichter und die Anschnallzeichen auf der Bordtoilette. Andreas hat schon einen Flieger 20 Minuten lang festgehalten, bis eine defekte Lampe ausgetauscht wurde. Klingt nur penibel. Ich sag mal, die kommen ja immer ganz gerne oder müssen aktiviert werden im Falle von Turbulenzen. Und wenn man jetzt als Gast auf Toilette sitzt und das nicht mitkriegt, kann es zu schlimmen Verletzungen führen. Am Ende darf auch dieser Flieger ohne Verzögerung starten. Etwa 3 Maschinen kontrollieren die Flugzeugprüfer Julia und Andreas täglich. Mit ihren Kollegen insgesamt 1500 Checks pro Jahr. Für unsere Sicherheit. Echte Hidden Heroes.